Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut. Willkommen zu unserem Gin-Tasting. Ich bin der Karl, wieder im Restaurant Kulisse mit unserem Barchef Antonio und unserem Ginfluencer vom Foodblog Omox, dem Jörg. Vielen Dank. Dankeschön. Und die 28 Days of Gin neigen sich dem Ende entgegen. Was schade ist, es ist nicht unaufwendig, ich werde es vermissen, aber wir sind noch nicht zum Ende und wir haben es ja quasi ein Highlight, das nächste, und heute gehen wir nach Hamburg. Moin Moin. Moin Moin. Und da gibt es den Gin Suhl. Der kommt aus der Altona Spirituosenmanufaktur. Das klingt erstmal wow. Und dazu muss man wissen, die stellen den in einer 100 Liter Kupferbrennblase her. Also das ist quasi nichts. Sagen aber, dadurch können die Botanicals besser atmen. Die Aromen besser entfalten. Die Aromen werden besser und man kann es besser präzisieren. Ich bin sehr gespannt. Schenk gleich mal ein. Das lasse ich unseren Barchef machen. Vielen Dank. Das mache ich gerne. Ich habe mal ein paar Notizen gemacht. Ich stelle die Jungs vor die Probe quasi, ob sie auch das Richtige erschnüffeln können. Wir werden unser Bestes geben. So, Gentlemen. Super. Monsieur. Dankeschön. Gerne. So, dann also Nasen rein. Cheers. Das kriegen wir hin. So. Es riecht sehr würzig. Sehr Kräuter, ja. Viele also, Kräuter, ja. Also Kräuter dominieren. Wacholder kommt erst dahinter. Zitrus so ganz latent. Ja, das hast du ein bisschen, genau. Ja, so. Also der Wacholder ist, der liegt hinten drin. Das, ja, dann. Nochmal? Okay. Genug gebrochen. Genau. Ich habe ihn schon probiert. Der war halt. Ja, Barkeeper, ne? Also, ich kenne ihn ja schon, ich kannte ihn schon. Ich würde auch sagen, ziemlich würzig. Ja, er hat Rosmarin drin oder irgendwas sehr. Es ist Rosmarin mit drin, also er zieht gut rein. Ja, also das ist jetzt. Du jetzt auch schmeckst du auf den Wacholder, finde ich. Richtig, ja. Ein bisschen Zitrone. Angenehme Süße. Zitrone, es ist auch. Wie heißt es? Sorry. Zistrose. Ich wollte Zitronenzeste sagen. Nee. Zistrose mit drin. Das ist irgend so ein Buschen, der, wenn er mit Sonneneinstrahlung kommt, dann Harz raus. Und ich kenne das Zistrose vom Tee. Soll sehr gesund sein. Es sind auch noch Rosenblätter drin, Lavendel, sogar Zimt. Ja. Ich würde sagen, ein ziemlich kräftiger Gin. Mhm. Der ist. Sie zieht gut durch. Also ich könnte, ja, also mit, da würde ich jetzt eher ein zurückhaltendes Tonic nehmen, damit möglichst viel davon erhalten bleibt. Ja. Eigentlich mehr wie Zitronenzeste, Rosmarin, mehr brauchst du gar nicht. Also Rosmarin passt sehr gut. Ja. In der Beschreibung steht auch grüner Apfel, würde auch gut passen. Ihnen auch, danke. Okay, muss ich gestehen, kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen dazu. Aber also Gin Suhl. Ich finde klasse. Ein rauen Geschmack, würde ich sagen, hinterlässt her. Ja, das ist ein Maritim. Das ist so ein bisschen so dieses. Ja, das ist die Hamburger Altstadtgefühl. Ja, genau. So ein bisschen. Okay. Was ich am Anfang sagen wollte, wir machen hier so eine ungekastete Show. Die Zitronen, die kommen natürlich aus Portugal. Dort. Da denkst du aus Hamburg natürlich sofort an. Und die haben dann auch Zitronen, da sagst du sie dazu. Die sind groß wie Grapefruits. Okay. Habe ich mir sagen lassen. Die Schale ist daumendick. Daumendick. Also Gin Suhl, muss ich sagen. Ich würde sagen, das ist lohnenswert, das zu trinken und zu genießen. Nach dem Feierabend. Ich finde den Gin Suhl. Ich finde ihn auch grandios. Und die Flasche ist auch super sensationell, muss man sagen. Diese Tonflasche, das ist, hat schon was. Also ist schwer. Ja. Und ja. Ich finde es super. Und. Ich bediene mich hier in der Bar. Das passt doch super zusammen, oder? Süden und Norden. Wenn ihr eine Gin-Bar habt, dann sollte die so ausschauen. Genau.
jo, so, dann, Jungs, wir schenken uns gleich nochmal nach und... Viel Spaß und wir sind die Brothers in Gin. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video im Vogelwildes München wieder. Ja, oder auch nicht. Ich weiß schon gar nicht, wo es weitergeht. Sagst du, nein, ins Maritimhotel geh mal. Das musst du sagen. Okay. Ja, ne, dann austrinken und Cheers. Weiter geht's. Okay, bis dann, ciao. Ja, gut, dass ich so vorbereitet bin.